Schönen guten Tag und herzlich willkommen am Flat Autosuspension YouTube-Kanal. Heute bringen wir euch mal ein bisschen näher, für was Flat Autosuspension sonst noch so steht. Wir machen nicht nur Federelemente, wir kümmern uns insbesondere auch um Custom-Aufbauten. Wir bieten auch komplette Räder an und den kompletten Werkstattservice, aber Custom-Aufbauten waren immer so ein Steckenpferd von uns. Wie geht man nun an den Kunden ran? Beziehungsweise, wenn der Kunde zu uns kommt, wie kriegen wir raus, was der Kunde wirklich möchte, beziehungsweise was gut für ihn ist? Wir reden mit dem Kunden. Wir reden, wir überlegen, was ist das Einsatzgebiet des Fahrrades, was sind die Vorlieben des Kunden, hat er schon Erfahrungen mit anderen Komponenten, die ihm gut gefallen haben, etc. pp. Um euch das jetzt so ein bisschen zu erklären, warum wir was benutzen oder warum wir welche Komponenten auswählen, habe ich euch mal mein eigenes Fahrrad mitgebracht. Das ist mein Downhill-Rad und so kann ich euch jetzt mal einmal grob erklären, wie wir an die Sache herangehen, wenn wir ein Custom-Bike aufbauen. Das Herzstück dieses Fahrrades ist natürlich der Rahmen, in dem Fall ein Reichmann Engineering, das RIP. Matthias Reichmann ist ein Ingenieur, ein guter Freund von mir, der ein eigenes Fahrrad gebaut hat und ich habe mir das Ding ausgesucht, weil es extrem vielseitig ist. Das ist meine Vorliebe. Das heißt, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, dass ich gerne mal spiele mit verschiedenen Setups. Das betrifft nicht nur Federelemente, sondern auch Laufräder. Ich kann also bei diesem Rad über drei verschiedene Kettenstrebenlängen die Fahreigenschaften verändern. Ich kann verschiedene Laufradgrößen fahren. Das Rad ist jetzt ausgelegt aufs Mallet-Setup, hinten 27,5 Zoll, vorne 29. Ich arbeite sehr viel mit dem Hinterrad, das weiß ich. Deswegen habe ich jetzt das kleinere Hinterrad genommen, um meinen Fahrstil ein bisschen unterstreichen zu können. Die Umlenkhebel in diesem Fall sind austauschbar. Man kann die auf verschiedene Vorlieben, was Progression angeht und Laufradgröße entsprechend einstellen. Kommen wir mal zum Fahrwerk. Gabeldämpfer, auch für mich typisch, weil ich ein großer Öhlins-Freund bin, ein komplettes Öhlins-Fahrwerk. Ich liebe die Kontrolle. Ich habe bereits Erfahrungen mit Öhlins-Fahrwerken und möchte eigentlich nichts anderes mehr haben. Insofern musste dieses Fahrwerk auch dann an dieses Fahrrad. Wäre ich jetzt ein normaler Kunde, würde ich auch gerade so Sachen wie Bremsen und Schaltkomponenten eingehen. Warum habe ich hier an diesem Fahrrad eine Shimano Saint-Bremse benutzt? Ich fahre die seit ein paar Jahren, habe auch da wieder viel Erfahrung mit. Ich mag das Gefühl der Bremse. Wir haben die hier noch ein bisschen optimiert, haben eine andere Flüssigkeit benutzt, ein Bionolöl, was einen höheren Siedepunkt hat. Wir haben Stahlflex-Leitungen montiert, die den Druckpunkt verbessern. Große Bremsscheiben, meine persönliche erste Wahl zurzeit, was Bremsen angeht. Bezüglich Schaltung habe ich einen ganz, ganz cleanen Saint-Antrieb, Shimano Saint-Antrieb gewählt. Das fängt bei der Kurbel an. Es sollte einfach nur haltbar und stabil sein. Da wollte ich keine Kompromisse eingehen. Ich möchte nicht nach einer Saison, dass meine Kurbel irgendwie krumm ist oder dass man nach zwei, drei Aufsetzern da auch Probleme hat. Geschaltet wird bei mir nur mit 5 Ritzeln. Das Rad ist ein reines Downhill-Rad, es wird im Bikepark bewegt oder vielleicht auch in Zukunft mal wieder auf dem einen oder anderen Rennen. Man braucht also auch nicht viele Ritzel. Entsprechend wurde auch die Kette möglichst kurz gehalten. Es wurde viel abgeklebt, man versucht Geräusche zu reduzieren. Ich habe hier eine SDFU montiert. Das ist eine Kettenführung. Es ist eine Art Anti-Klapper-Vorrichtung, entwickelt von Chris Kovarik. Die steht fast jedem Rad gut, auch diesem, um halt die Geräusche zu unterdrücken. Das Fahrrad ist sehr, sehr leise dadurch. Ja, weiter wichtig, wenn man sich an einem Custom-Bike heranarbeitet, was möchte der Kunde bezüglich Laufrädern? Wo wird das Fahrrad eingesetzt? Wie stabil müssen sie sein? Wie schwer ist der Kunde? Ich bin kein Leichtgewicht. Das Rad wird im Downhill-Bereich eingesetzt, also war das Ganze klar. Wir benutzen robuste Narben als Basis, in dem Fall von Hope. Auch hier wieder speziell angepasst auf die geringere Übersetzung. Es gibt spezielle Downhill-Narben von Hope, um weniger Ritzel fahren zu können. Bei Felgen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit Chromic BA30 Felgen. Das sind Downhill-Felgen, die 30 mm Innenbreite haben und sehr, sehr robust sind. Aber ich glaube, gerade mal bei 600 Gramm liegen, das ist für so ein Laufrad oder für so eine Felge wirklich okay. Das Ganze wird von uns Hand eingespeicht. Laufradbau ist einer unserer großen Steckenpferde. Wir arbeiten ganz klassisch von Hand. Das Laufrad wird hinterher mit Tensiometer entsprechend auf die richtige Speichungsspannung gebracht. So, nur so erreicht man wirklich auch ein endstabiles Laufrad.
Reifenwahl, auch ein großes Thema. Wir arbeiten sehr viel mit Maxxis-Reifen zusammen, weil wir auch da sehr viel Erfahrung haben. Ich probiere aber auch gerne mal was aus. In dem Fall ist es jetzt ein Michelin-Reifen, der sehr, sehr gut ist. Aber es ist halt einfach auch für mich jetzt persönlich ein Versuch. Unterm Strich ist jetzt dabei herausgekommen, ein Fahrrad, was sehr, sehr individuell auf mich zusammengestellt ist. Das kann prinzipiell jeder haben. Wenn jemand Interesse hat an unseren Arbeiten, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir versuchen herauszufinden, was ihr benötigt. Ihr bringt eure Erfahrungen mit und daraus kreiert man dann ein wirklich schönes Custom-Bike. Ich denke, das sagt schon alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein bisschen Einblick bringen in das, was wir sonst noch so machen, außer Suspension Service. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es unter das Video. Wir melden uns, sobald es geht. Und dann würde ich sagen, bis bald und vielen Dank.